Von der Jugend für die Jugend. Mit dieser Vision begann vor 25 Jahren die Geschichte des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente DSJ. Wie haben sich die Jugendparlamentarierinnen und Jugendparlamentarier damals den DSJ konkret vorgestellt? Bereits bei seiner Geburt gaben sie dem neu gegründeten Jugendverband die unterschiedlichsten Wünsche mit auf den Weg. Einige davon waren realistisch. So zum Beispiel ein DSJ-Souvenirladen. Die romantische Vorstellung eines Marktstandes ist mit der Zeit gegangen. Merchandise-Artikel können heute ganz einfach online bestellt werden und fast jedes Jugendparlament hat seine eigenen. Akzeptanz durch Behörden und Parteien. Beispielsweise nehmen sich die jüngsten Parlamentarierinnen und Parlamentarier für die Kampagne «Verändere die Schweiz» viel Zeit, um mit den Jugendlichen ihre Anliegen zu besprechen. Ein eigenes zentrales Jugendparlamentsgebäude. Ein Gebäude mit der Geschäftsstelle haben wir zwar und zentral ist es ebenfalls, an der Größe könnten wir jedoch noch arbeiten. Konkreten Einfluss auf politische Geschäfte. Heute haben einige Jugendparlamente konkrete Mitwirkungsrechte. Sie können beispielsweise Vorstöße einreichen, vertreten die Jugend in Kommissionen und schreiben Stellungnahmen zu politischen Geschäften. Andere Wünsche waren eher utopisch. So zum Beispiel ein autonomer Staat für Jugendliche. Wäre es denn nicht denkbar, die Stadt Zürich den Jugendlichen zu überlassen? Oder würde sich das Appenzell dafür besser eignen? Keine Geldprobleme. Wer träumt nicht von einem Geldtopf am Ende des Regenbogens, um alle Projektideen verwirklichen zu können? Feste Sitze in Räten auf allen föderalen Ebenen, sprich in Gemeinden, Kantonen und auf Bundesebene. Müsste beispielsweise einer der Bundesratssitze von einer Person unter 25 Jahren besetzt werden? Und was wünschen wir uns heute? Einige Wünsche sind nach wie vor aktuell, andere neu dazugekommen. Für alle setzen wir uns weiterhin ein. So zum Beispiel für neue Formen der politischen Partizipation und politischen Bildung für Jugendliche. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung unserer Angebote und möchten auch in Zukunft innovative Projekte lancieren. Für Möglichkeiten zur politischen Mitwirkung von allen Jugendlichen auf allen föderalen Ebenen. Jugendparlamente sollen mehr politische Mitbestimmungsrechte erhalten und konkreten Einfluss auf politische Geschäfte nehmen können. Für die Erklärung von politischen Themen in jugendfreundlicher und verständlicher Form. Jugendliche und junge Erwachsene sollen sich einfach, verständlich und politisch neutral über politische Themen informieren können. Für die Förderung des Dialogs zwischen Jung und Alt. Durch den generationsübergreifenden Dialog wird das gegenseitige Verständnis gefördert. Ob realistische Ideen oder ausgefallene Träume, auch nach 25 Jahren ist der Grundsatz und die Ursprungsidee des Jugendverbands gleich geblieben. Die Förderung der politischen Partizipation und politischen Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit und für die Jugend.